Hallöchen, ja, ihr Lieben. Ich war letztens bei Action und bin wieder Opfer des Papiere geworden. Aber wegen meiner Kamera habe ich meine ganz alten Videos. Also ich glaube 4 Videos, die vor 4 Jahren, also jetzt schon vor 6, nee, jetzt vor 4 Jahren gedreht wurden mit meiner alten Kamera. Und die habe ich mir spaßenshalber mal angeguckt, um zu gucken, wie die Qualität so ist. Also ist echt lustig, die mal anzugucken. Schaut mal da vorbei. Und da habe ich gesehen, dass da schöne, einfache Alben drin sind eigentlich, die ich eigentlich nochmal wiederholen möchte. Und ich möchte auch ein paar Alben, Babyalben basteln, weil ich manchmal Anfragen kriege und dann habe ich gar nichts. Und deshalb finde ich, hat das Papier hier, das hat mich so angesprochen und passt so gut dazu. Ich habe beim Action auch noch einen anderen Block gekauft. Also da konnte ich wieder nicht nein sagen. Den hier, den kennt ihr bestimmt auch schon. Der ist so süß. Da sind kleine, guck mal, da sind kleine Dings hier, Macarons. Dann Sterne, Party und Geburtstag. Wölkchen gehen immer. Und dann hier irgendwo kommt Gummibärchen. Gummibärchen. Ich weiß ja nicht, ob man das sieht. Oder Bärchen? Naja, egal. Bin ich wieder schwanger geworden und dann habe ich für mich entdeckt, wer schon mal bei mir was gekauft hat, hat es vielleicht gerade mitgekriegt. Diese Blöcke hier. Damit wickele ich jetzt immer meine Sachen ein, die ich verkaufe oder verschenke oder. Naja, Überraschungspäckchen, sowas. Ja, gut, wieder abgeschliffen. Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt ein Album machen. Die Bindung wird eine 1 cm-Bindung sein. Die ist ja vom Tienchen. Also Entschuldigung, die Art und Weise. Ansonsten habe ich das einfach auf die Größe der Seiten angepasst. Die sind ja 15 mal 15 groß. Und da habe ich mir einfach dann also ich habe ja viel Kraftkartstock. A4 und da sind ja auch so dünne Blätter drin und die nehme ich eigentlich auch immer ganz gerne her, um mir halt so Schablonen oder um das auszuprobieren, was ich für eine Idee habe. Und ich mache jetzt hier eigentlich nur 2 Seitenformen oder habe ich vor zumindest. Da habe ich einfach die A4-Seite einmal bei 15, also wie gesagt, ich möchte ja einen kleinen Rand haben, deswegen habe ich hier 15,5 eine A4-Seite abgeschnitten. Die habe ich bei 1 cm gefalzt. Und dann nochmal bei 16,5. Ne? Und davon habe ich 3 Seiten. Dann habe ich ja einen Schnipsel, der überbleibt. Den möchte ich hier dann als Lasche einfügen. Das seht ihr aber dann noch. Und die zweite Seite, die möchte ich dann nach oben aufgeklappt haben. Oder ihr könnt es. Nee, ich möchte es nach oben. Davon habe ich nur 2 Seiten. Die habe ich geschnitten. Auch das A4-Blatt bei 16,5. Und dann bei 15,5 hier falzt. Und an der langen Seite oder an der kurzen Seite, also die Seite habe ich auch bei 1 cm gefalzt und dann eben das hier oben abgeschnitten bis zur Klebelasche und davon 2. Also wie gesagt, ihr braucht dreimal die Größe 15,5 mal A4, also das sind glaube 29 irgendwas, je nachdem wie das Blatt ausfällt. Dann 2 mal 16,5 mal 14. Ja, und den Rest mische ich jetzt ja eine Stille mitfilmen. Und dann gegebenenfalls kommentieren. Zuerst nehme ich die Papiere, die 15,5 mal A4 sind, also 29,5, und falze die links in der langen Seite bei 1 cm und bei 16,5 alle 3 Seiten. So passt mein Block darauf, habt ihr jetzt gesehen. Wie gesagt, das Ganze jetzt dreimal. Dann nehmen wir die anderen 2 Seiten. 16,5 mal 29,7 ist eigentlich eine Seite und falzen sie an der kurzen Seite bei 1 cm und hier an der langen Seite bei 15,5 cm. Ich messe das hier nach, weil bei mir da oben ein bisschen Verwirrung oben auf den Markierungen herrscht. Zur Sicherheit einfach. Wie gesagt, zweimal das Ganze. Jetzt nehmen wir die 2 Seiten, die an der Seite mit 1 cm gefalzt sind und schneiden an dem kürzeren Teil, also der obere Teil, ein bis zur Falzlinie, so dass der untere Teil mit einer Klebelasche von 1 cm stehen bleibt, und schrägt die bitte nicht an, so wie ich das hier mache, sondern schneidet einfach gerade ab, weil das wird jetzt, wie ihr seht, unsere Klebelasche. Und das muss dieser Teil sein, der 15,5 hoch ist, weil die Klappe ist ein bisschen kürzer als 15,5, wie ihr jetzt hier seht. Das nächste sind dann die 3 Dreierseiten, da falzen wir einfach nur die Falzlinien durch. Das wären halt die anderen 3 Seitenvarianten. Aus den Resten machen wir jetzt 3 Taschen. Die sind 17,2 mal 5,5, also Achtung hier, falsches Maß. Und die Laschen, die sind 2 mal 17 mal 4,5.
Das nehmen wir uns jetzt erstmal die Laschen rechts und links bei einem Zentimeter falzen, dann die Taschen an drei Seiten, also zwei kurze und eine lange, auch bei 1 cm falzen. Nachdem wir die Taschen schön durchgefalzt haben, schneiden wir uns jetzt unten die Ecken so ab. Ich hoffe, man sieht das hier ganz gut. Und ja, das machen wir mit allen drei Taschen. Und in der Mitte so ungefähr loche ich noch so eine Eingriffslasche. Das könnt ihr euch gleich machen. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich noch Designpapier raufklebe, aber das wird nur ein Streifen. Deshalb könnt ihr da einfach so einen halben Kreis reinstanzen, der halt dann den Eingriff erleichtert. Die Laschen werden einfach nur durchgefalzt und leicht angeschrägt. Also die Klebelaschen an den Laschen. So. So, jetzt suche ich mir das Designpapier raus. Ich werde jetzt hier nur diesen rosanen, braunen Teil nehmen, also für ein Mädchen. Ich habe ja zwei Paperpads und wie gesagt, das ist immer, glaube ich, die Hälfte. Und jetzt sortiere ich mir das so, wie es mir gefällt. Meistens nehme ich eben so, dass das alles das gleiche ist. Also drei Seiten sind ja immer von jedem Design drin. Und ja, das arrangiere ich dann so ein bisschen zusammen. Ja, das mache ich jetzt und dann hören wir uns wieder. Jetzt, bevor ich die Seiten aufklebe, nehme ich mir meinen Bordürenstanzer und stanze mir bei den Klappen, an allen Klappen halt die Ränder mit dieser Bordürenstanze. Und dann geht es auch schon los mit dem Kleben. Ich zeige euch hier beispielhaft mal die ersten Seiten. Wie gesagt, die großen 15,5 Seiten ist ja klar, da passt natürlich mein Designpapier rauf und bei der Bordüren gestanzten Seite, da habt ihr gesehen, habe ich es mit einem Bleistift markiert, wo meine Bordüre zu Ende ist oder beginnt und habe es mir einfach zurechtgeschnitten. Ja, und dann ich klebe diese dünnen Blätter mit dem All-Purpose-Kleber von Action, dieser, der so stinkt, weil alles andere würde man sehen. Also man würde natürlich Klebeband nicht sehen, aber ich bin kein Fan von Klebeband, ich habe immer das Gefühl, das geht ab. Hier seht ihr schon die Tasche, der Reststreifen kommt nachher auf die Tasche und jetzt auf diese Seite, also die mit der Klappe nach rechts oder nach oben, da kleben wir die Tasche auf. Vorher bringe ich mir aber auch das Designpapier auf und dann, wie gesagt, die Tasche, da einfach Kleber. Jetzt habe ich hier nochmal geguckt, ob meine Eingriffslasche da nötig ist oder nicht und ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich da noch weiter stanze, aber ja. Wahrscheinlich klebe ich jetzt doch noch weiter ein bisschen im Bild. Aber eigentlich wollte ich euch zeigen, das mache ich jetzt hier, wie ich die Tasche anklebe. Nee, mache ich immer noch nicht. Schön, wenn man immer nicht mehr weiß, was man da gemacht hat. Aber ja. Naja, wie auch immer, das ist auf jeden Fall die andere Seitenvariante. Ich glaube, ich zeige einfach, wie die beiden Seitenvarianten eben sich zusammensetzen oder werden. Jetzt kommt aber der Teil mit der Tasche. Hier klebe ich jetzt erstmal den Designpapierstreifen auf, stanze mir dann hoffentlich, nee, klebe erstmal die Tasche an, also logisch auf die Klebelaschen Kleber anbringen. Das mache ich nicht mit dem All-Purpose Kleber, weil der nicht so gut hält, meiner Meinung nach. Für Papier so ist das okay, für so dünnes, aber nicht um jetzt so eine Tasche zu halten, die dann später halten soll. Da nehme ich meinen Buchleim. So, jetzt die andere Seitenform. Da kommt eben auf die Rückseite, wo nicht die Klappe ist, die Lasche. Und zwar so in den oberen Bereich. Ihr werdet gleich sehen, ich werde ein bisschen messen. Hier bearbeite ich jetzt nochmal die Tasche ein bisschen, dass man die nicht zuklebt aus Versehen und beschwerdet ein bisschen. Ja, jetzt wie gesagt, kommt die Lasche da auf die in anderen Seiten Mechanismus, also die zweite Seite ist ja so nach oben aufklappbar und hinten eben auch frei. Und hier messe ich halt damit meine Karte, die ich da ja einhänge, jetzt seht ihr noch im weiteren Verlauf des Videos, da reinpasst. So, ihr Lieben, ich habe jetzt alles angeklebt und zeige euch jetzt nochmal, welche Papiere ich verwendet habe. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich aus diesen beiden Blöcken alles, also fast alles, ihr seht, hier ist noch ein bisschen Rest, aber ich habe ja auch noch nicht das Cover und überhaupt. Aber ich werde wahrscheinlich alle Seiten
dieser braunen Blätter verbrauchen. Und das gleiche Album kann ich dann nochmal mit dem Türkis machen, weil ich finde, was, das eine ist wie fürs Mädchen, also ist ja braun-rosa, ne? Und gelb, und das andere ist wie für einen Jungen, und so dekoriere ich es dann auch. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal die fertigen Seiten. Also hier habe ich noch die Seite, die dann aufs Cover kommt. Vorne auf meinem Cover werde ich diese Punkte verwenden. Hier habe ich euch mal als Beispiel, die werde ich auch nachher wahrscheinlich aufkleben und zusammen mit der Deko arrangieren. 9x13 Fotos, also vielmehr, das ist 9,5x13,5, damit derjenige, der bekommt, dann eben die Fotos gleich platzieren kann und weiß, wie das gemeint ist mit den Alben, weil, wie gesagt, das ist ein ganz einfaches Album. Ich persönlich finde es aber immer besser, so einfache Alben zu gestalten, weil man das ja meistens Menschen schenkt, die eigentlich keine Ahnung davon haben. Ich habe auch schon oft welche verschenkt ohne diese Fotoplatzierung, und dann wurde ich immer einfach, was mache ich denn damit und so, naja. Und so greife ich dem vor. So, jetzt aber mal los. Also Seite 1, wie gesagt, sind ja immer nur, gibt ja eigentlich nur zwei Formen von Seiten. Da ist eben hier hinten die Tasche. Hier, also ich habe es schon immer versucht, ruhig zu halten. Hier findet sich das wieder. Eine Seite glitzert ja immer so ein bisschen, was man hier ja nicht sieht. Das ist hier zum Beispiel eine. Dann jetzt hier nochmal los, die ist ein bisschen unruhig, aber wie gesagt, nachher mit dem Papier, da geht es dann wieder, ne? Wenn man es dann noch mit der Deko macht. So, dann weiter wieder mit Tasche, dann nach oben, und so wechselt sich das halt immer ab. Hier kommen noch, das werden wir gleich, deswegen brauche ich auch noch ein bisschen Papier in diese Hängeteile, das sind ja nur zwei. Da mache ich jetzt gleich noch so Klappkarten, die auch in Kartengröße sozusagen sind. Also in der Größe, wie die Fotos sind. Und das ist dann wie so eine Klappkarte halt. Und die hänge ich da rein. So ist dann mein Plan. Das machen wir aber dann noch so rum. Also hier ist wieder so, ne? Da passt alles zusammen. Und das ist die letzte Seite. Und hier habe ich noch die Blätter, die ich dann eben für die letzte Seite verwende. Meistens erst und letzte Seite mache ich nochmal andere Elemente rein. Aber das machen wir dann, wenn wir das Cover gemacht haben. Jetzt mache ich das Cover, und das mache ich, um das mal zu zeigen. Ich habe nicht immer, ich habe auch gekaufte Pappe, die fertig ist, aber man kann genauso gut auch hier, das hier zum Beispiel, das sieht da ja von so einem Aquarellblock, die Rückseite. Und in der Größe passt das wunderbar fürs Cover, für so ein Album. Und dann lege ich mir das halt hier ran und guck mal so ungefähr, also ich. Wie gesagt, das wird ja unsere Klebelasche, das kommt weg. Und ich mal mir das. Also man kann es auch natürlich ausmessen, weil das ist ja 15x15 hier unsere Seite. Dann könnte man einfach sagen, okay, machen wir halt 16x16. Aber ich mache es immer so ein bisschen so, dass vorne ein bisschen mehr Platz ist als oben und unten. Ja, also ich habe es mir hier einfach angezeichnet. Wobei jetzt denke ich gerade, ich habe euch so schön erzählt, dass das reicht. Eine Seite. Ja, das stimmt nicht so ganz. Also bräuchte ich da schon zwei von diesen Rücken. Muss ich mal gucken, ob ich noch einen habe. Ja, aber ich habe verbrauchtet. Oh, ist jetzt was anderes hier, aber ich muss da gucken, ob die gleich dick sind. Das ist bei mir so. Dann verwende ich, wie gesagt, die. Und jetzt schneide ich mir im Prinzip, also wie gesagt, ich habe das ja hier angezeichnet, das schneide ich mir jetzt zu, also zwei Vierecke sozusagen. Und den Buchrücken, wir haben ja 5 Seiten, und die sind 5 cm ja dann, ne, die Bindung, weil so wird es aufgeklebt nachher auf den Buchrücken, und dann sind es ja im Prinzip 5 cm. Ich mache es dann, den Buchrücken mache ich 5,5 cm breit und so hoch, wie mein Album hier ist. Ja, das schneide ich jetzt zu, und dann sehen wir uns wieder. Aber ich glaube, das wird erst für mich morgen sein. Ihr seht es natürlich gleich. Denn ich gehe jetzt auf die Couch und gucke ein bisschen Fernsehen und entspanne. So, wie ihr seht, habe ich mir zwei Pappen in den Maßen zugeschnitten und eine Pappe für den Rücken in diesen Maßen. Und jetzt schlagen wir das zusammen ein. Und dafür verbinde ich erstmal zwei A4-Seiten von diesem dünnen Kraftpapier aus dem Block. Versehe meine Pappen mit doppelseitigem Klebeband. Ich habe hier welche von Craftelier. Man kann aber genauso wie du breite Teppichklebeband nehmen, habe ich am Anfang auch gemacht. Ja, das versehe ich eine Seite einfach mit diesem Klebeband, streiche das schön fest und bringe es dann möglichst in einer Linie
mit so 2 bis 3 Zentimeter Abstand vom Rand des Papieres an. Ich habe dafür so ein Hilfswerkzeug, das auch von Craftier. Aber das habe ich früher eben auch nicht mit so Werkzeugen gemacht. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich einen schönen breiten Rand zwischen Buchdeckel und Buchrücken lasst, sonst reißt das Papier, also das dünne reißt eigentlich eher nicht so, aber vor allen Dingen, wenn ihr dickeres Papier habt, dann solltet ihr das beachten. Ja, jetzt umkleben wir im Prinzip die Pappe. Das mache ich hier, indem ich auch doppelseitiges Klebeband erst am Rand der Pappe anbringe und dann nochmal ein bisschen dünneres. Also es kommt ein bisschen auf euren Rand an, wie groß der ist. Es sollte auf jeden Fall auf der ganzen Fläche dann irgendwann Klebeband sein. Also wie gesagt, einmal ist es bei mir bei der Pappe und einmal da, das macht sich irgendwie besser. Dann schneide ich mir noch mit meinem Hilfswerkzeug da die Ecken ab. Das könnt ihr aber auch einfach nur so schräg mit der Schere abschneiden. Wichtig ist, dass ihr mindestens die Pappenbreite Platz lasst da an der Spitze. Jo, jetzt falte ich alles um und ziehe das Klebeband ab und streichet fest. An den Ecken seht ihr ja, da knicke ich die Überstände so ein bisschen ein, so dass jetzt die Ecke schön ummantelt ist. Und ja, das war dann schon. Zum Schluss klebe ich noch in die Mitte, da wo der Buchrücken ist, noch ein Stück von dem dünnen Kraftpapier. Das messe ich mir auch einfach so ab mit einem Bleistift. Diese Ecken da, die klebe ich noch mal ein bisschen extra an, dass sie dann auch schön halten und die Pappe eingeschlagen ist an der Stelle. Ja, hier seht ihr das Zuschneiden von diesem Mittelstück. Das bringe ich dann auch einfach mit ein bisschen Klebeband, aber vor allen Dingen mit Flüssigkleber an, weil wenn man das so hochbiegt, ihr seht, das ist wichtig, dass er das macht, so ein bisschen hochbiegen, dass es dann an der Mitte schön fest ist, weil durchs Hochbiegen wälzt sich es nochmal. Ja. Hier habe ich mir jetzt die Designpapiere nochmal gemattet mit rosanem Cardstock und bringe mir außen die mit den Punkten auf, an die beiden Außendeckel, und innen habe ich mich für die Dreiecke entschieden. Im weiteren Verlauf werde ich noch den Verschluss anbringen. Ich habe da so eine Buchschraube, die habe ich mir bei Amazon bestellt. Ihr könnt da aber auch einfach nur jetzt zwischen diese Pappen, die ich gerade anklebe, einfach ein bisschen Band wieder einkleben oder ein Brett nehmen an der Stelle, wo ich diese Schraube verwende. Also man muss da nicht so was Spezielles haben. Jo, wenn ich nochmal was Interessantes habe, melde ich mich wieder. Ja, da ist der Knauf und da gibt es noch eine Gegenschraube zu. Dafür mache ich mir jetzt, glaube ich, ja, mit der Koppeldeil, und zwar mit dem kleinsten, mit der kleineren Öse, da probiere ich jetzt nochmal, ob mein Schräubchen da auch nicht durchrutscht, ein Loch mittig in mein Vorderteil sozusagen. Und ja, dann bringe ich gegenüberliegend, jetzt versuche ich hier gerade meine Linie nicht zu zeichnen, sondern zu legen, gegenüberliegend eben das zweite Loch an, auch in kleinen, für eine Öse, und in die Öse klemme ich mir mein Gummi. Also ich habe diesen Knauf da mit Schraube und zuhalten tut das Album dann, ihr seht es hier mit Gummiband. Hier messe ich mir das aus, also ich pieke erst das Gummiband, die Schlaufe durch das Loch, dann meine Öse rein, dann zudrücken mit der Krokodil, klappt nicht ganz, deswegen lege ich nochmal nach, abschneiden. Also abschneiden tue ich den Gummi immer, indem ich ein bisschen ziehe, dann verschwindet da. Ja, und jetzt kann ich eben auch meine Innenseiten einkleben und damit die Buchschraube und die Öse von innen verdecken. So, jetzt bringen wir die Seiten an. Dafür einfach je nach Sortierung die erste Seite auf die Klebelasche Kleber anbringen. Achtung, hier nicht so dicht wie ich an der Kante ankleben, sondern ich sag mal so 2,5 mm Platz lassen, damit das nicht so wird wie bei mir am Schluss. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich klebe eigentlich zu eng an der Falzkante da an dem, also wo der Buchrücken zu Ende ist. Ja. Hier, wie gesagt, beim Kleben nehme ich auf jeden Fall auch Buchleim und man muss auch ein bisschen Geduld haben. Also schön verstreichen erstens mal den Buchleim und dann
hier wieder passgenau anbringen an die Lasche und dann ein bisschen warten und immer wieder feststreichen und nochmal hochnehmen, bis eben der Kleber anzieht und alles schön gerade ist. Dafür klappe ich die Seiten eben immer mal um und hin und her. Ja, klappen und so sollte man erst, oder irgendwelche, tja, Fotomatten sollte man erstmal rausnehmen. Jo, und dann geht das so weiter mit allen fünf Seiten. Wie gesagt, zum Schluss bleibt bei mir fast ein Zentimeter Platz. Das ist eben, weil ich so weit vorne angefangen habe. Also eigentlich habe ich ja 6 cm Buchrücken, glaube ich, gemacht oder 5,5. Und somit müsste eigentlich auf jeder Seite 5 mm Platz bleiben, also einen halben Zentimeter. Ihr könnt euch das auch anmalen und oder anzeichnen, aber seht ja, ich mache es Pi mal Daumen, habe dann ein bisschen Fehler gemacht, aber rette mich dann irgendwie wieder mit dem Fehler raus. Ihr seht es dann im Folgenden. Gerade habe ich gehört, dass jetzt in dem zweiten Teil meines Voice-Overs immer mal ein paar Vögel zu hören sind. Das liegt daran, dass ich heute mal auf dem Balkon sitze, weil es so schöner lauer Abend ist und ich dachte, da genieße ich doch noch das Wetter und bespreche das Video. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Da bei mir jetzt halt dieser hässliche Rand da entstanden ist, der dann auch noch irgendwie komisch aussieht, weil die Papiere so überlappen, klebe ich da jetzt noch ein Streifendesignpapier an. Aber wenn ihr jetzt ein bisschen weiter rechts angefangen habt von der Falzkante, dann dürfte das nicht der Fall sein. Schnuckis, die Dinge entwickeln sich dann immer so bei mir. Ich wollte ein einfaches, schnelles Album machen. Jetzt wird es schon wieder kompliziert, weil ich ja hier den Fehler gemacht habe. Also ich habe einfach zu lange nicht mehr diese 1 cm genug gemacht. Und eigentlich weiß ich auch, dass man hier vorne natürlich eine Lücke lässt. Ist ja logisch, weil sonst hier vorne, ich habe für hier auch noch eine aufklappbare Seite geplant, die ich auch drin machen werde. Aber sie hat natürlich jetzt viel zu wenig Platz. Und hier hinten habe ich zu viel Platz. Aber egal. Ich finde das Papier so schön, ich werde das jetzt retten, indem ich zwei Fliegen mit einer Klatsche mache. Oder wie heißt das? Naja. Jedenfalls wurde ich auch angeschrieben von einer lieben Abonnentin, dass ich gerne mal so eine Fächermappe zeigen soll, wie man die macht, eigentlich um Dinge aufzubewahren. Ich mache das nicht. So Fächermappen, das habe ich mal begonnen und ganz am Anfang meine Stempel darin aufbewahrt und so. Aber für mich ist das kein gutes System, weil ich dann alles verschließe und nicht sehe. Ich benutze ja Dinge nur, wenn ich sie sehe. Und deshalb nehme ich da lieber meine Kistenvariante für Stempelsets. Egal. Ich zeige aber trotzdem, wie so eine Fächermappe entsteht. Ihr könnt dafür ganz normale Briefumschläge nehmen. Ich weiß ja nicht, ob meine jetzt hier ein Standardmaß haben. Ich habe aber gedacht, ach, ist ja super, dann kann ich gleich noch ein bisschen mehr Papier verwenden. Also meine Briefumschläge wären jetzt 14,5. Mal 11,3. Da kann ich dann auch ganz entspannt, also es soll dann, wie gesagt, aus 4 Briefumschlägen bestehen, die eben aneinander klebe. Das habe ich schon mal in einem Album gezeigt. Und da kann derjenige, der das Album dann nutzt, eben noch Fotos reinmachen, die übrig sind. Oder keine Ahnung, was auch immer reinmachen, irgendwelche Erinnerungen. Wie gesagt, dafür machen wir jetzt schnell mal einen Briefumschlag für alle, die auch mal gerne ihr Papier aufbrauchen wollen und das Punchboard verwenden können. Ich habe mir halt hier überlegt, wie groß muss jetzt mein Briefumschlag hier werden. Das kann man ja in jeder beliebigen Größe dann anpassen. Das ist ja der Vorteil von so einem Punchboard. Und da habe ich mir eben rausgesucht, mein Blatt ist jetzt hier 20,3 mal 20,3. Und ich muss das hier bei 9 cm anlegen. Und falzen und punchen und das geht jetzt natürlich rundherum. Das ist ja das Schöne bei so einem Punchboard. Ich habe jetzt auch den Plan, ich habe ja auch die Cinch. Da gibt es ja jetzt auch die Mini-Cinch. Die hätte ich mir, wenn sie damals schon vorhanden oder zu kaufen gewesen wäre, gekauft. Da mache ich jetzt halt auch mal nochmal ein Video mit einem Album. Und da werde ich auch Briefumschläge machen, vielleicht auch mit dem Punchboard oder mit meinem Tütenpunchboard oder ganz ohne, mal gucken. Ja, wie gesagt, ich möchte mal meine Geräte, weil ich sage, nicht nur Papier verwenden, sondern auch meine ganzen Gerätschaften. So.
So, jetzt haben wir halt hier schön unseren Briefumschlag. Ja, hier ein bisschen verfalzt, aber ist ja nicht schlimm. Und ja, jetzt ist es eben, wie gesagt, ganz einfach. Man falzt die Falzkanten nach und klebt alle zusammen. Ich mache das jetzt hier nur für einen Briefumschlag vor der Kamera und dann die anderen mache ich gleich außerhalb der Kamera. So, wie gesagt, jetzt bringen wir hier einfach Kleber auf. Ich werde jetzt hier Klebeband verwenden, weil das schneller und einfacher geht. Ihr könnt es gerne auch mit Flüssigkleber machen, aber hier in dem Fall, da die jetzt auch nochmal aneinander gebunden werden. So, fertig. Das ist jetzt mein Briefumschlag. Wie gesagt, für das Fächeralbum klebe ich den hier gleich nochmal komplett zusammen. Ihr werdet euch dann auch fragen, warum macht ihr das? Naja, um Papier zu verbrauchen, weil in den Blöcken, das ist ja auch der dünnere von diesem dreifarbigen Block von Action, das bleibt mir auch immer übrig. Da kann ich das auch für sowas verwenden. Natürlich kann man das ganz einfach auch in dieser Tütenform machen, Briefumschläge falzen oder eben schon fertig nehmen. So, aber ich falze jetzt erstmal die alle zu Ende und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Hübschen, jetzt habe ich, wie gesagt, alle vier Briefumschläge zugeklebt und wie immer bei Dörte, vier Briefumschläge, vier unterschiedliche Maße, aber ist egal. Die schneide ich mir jetzt alle oben. Öffne ich mir die jetzt. Okay, an der Seite sind sie dann unterschiedlich, aber das versuche ich irgendwie zu kaschieren, indem ich den breitesten dann vorne hin mache und das hier oben schneide ich einfach ab. Also vielleicht nehmt ihr einfach ganz normale Briefumschläge. Wie gesagt, ich schneide mir jetzt erstmal den, den ich vorne habe. Auch hier ganz bisschen öffne ich den, damit ich, wie gesagt, so eine Mappe habe. Also habe ich den jetzt hier offen. Und die anderen passe ich mir jetzt hier an. Also ich mache erstmal so. Ja, vielleicht habt ihr ja auch zufällig fertige Briefumschläge, die nicht ganz einheitlich sind. Dann könnt ihr die jetzt so anpassen. Also ich mache mir jetzt einfach hier einen Strich und schneide eben dann da ab. Ach, den hatte ich mir ja nicht zugeklebt. Auch schön. Läuft bei mir. Also jetzt ist der dahinter, ne? Und so hektet jetzt mit den anderen auch, weil die ein bisschen höher sind. Ist auch nicht wahrscheinlich, habe ich also entweder bin ich beim Anlegen verrutscht oder ich habe den Zuschnitt nicht korrekt gemacht. Aber da seht ihr mal, wenn ihr jetzt meine Maße mal verwendet und denkt, boah, das hat den für eine Scheiße da wieder reingestellt. Also, es muss nicht immer an mir liegen. Ja, also, man selber kann auch genug Fehler machen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ihr seht ja, man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Ich bin ja gelernte Köchin und da hat man immer gesagt, alle Köche sind beschissen, die, oh, sagt man nicht, was, die sich nicht zu helfen wissen. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht wieder einen Hate-Kommentar oder sowas, weil ich hier schlimme Worte sage. So, also jetzt haben wir hier, sieht ja von vorne easy aus, wa? Und jetzt muss man eigentlich nur die Briefumschläge eben auch aufeinander kleben. Das mache ich jetzt hier auch mit doppelseitigem Klebeband. Ich klebt mir die jetzt halt, also ich lasse hier, sag ich mal, ja, 3 cm vielleicht frei. Also ihr könnt auch nur in der Mitte einen Klebestreifen anbringen. Aber ich mache das jetzt so, weil ich nicht weiß, wie gut mein Klebeband hier hält. Und wie gesagt, dann bringe ich das einfach möglichst gerade aneinander. Wenn die gleich groß sind, ist das natürlich noch wichtiger, aber bei mir ist ja nicht so schlimm, weil oben der größte Brief hinkommt. Dann kann ich das ein bisschen kaschieren, wenn ich hier schief geklebt habe. Ah, scheiße, das war schon der größte, wa? Guck mal. Ja, dann muss der jetzt hier hin. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt richtig ist, dass so eine Fächermappe gemacht wird, aber ich würde die halt so machen.
einfach halt auf die Briefumschläge aufeinander kleben. So, jetzt ist es ja immer noch hier oben so ein bisschen schief. Dann mache ich das mal schön gerade. Naja, hätte ich mit der Schere machen sollen. Ist dann auch für meinen Hebelschneider zu viel. So, und jetzt, wenn man das eben, seht ihr schon, hier ist meine Fächermappe, ne? Ein bisschen feststreichen, und wenn man das jetzt schön hat, kann man hier jetzt noch so einen Einschlag rum machen. Ich muss da jetzt erstmal passendes Papier raussuchen, weil dafür reicht natürlich nicht so ein 15x15 Papier, sondern ich brauche mindestens 11,5, 22,5 plus ein bisschen, also 28, also ein A4-Blatt brauche ich schon. Da suche ich jetzt mal passendes Papier raus und dann sehen wir uns wieder. So, ich Schnuckis, ich habe jetzt ein Blatt aus diesem Blatt genommen. Dieses beige finde ich passt ganz gut zu meinen Farben. Da habe ich mir jetzt einfach, wie gesagt, hier angezeichnet, wie groß ist mein Briefumschlag. Und in der Breite habe ich 12x12 Blatt jetzt abgeschnitten. Jetzt werde ich das einfach, also wie gesagt, die Fächermappe ist total einfach. Man legt das jetzt einfach hier rum. Also ich legt man nicht. Also ich mache das so. Und wie gesagt, ich bin ja nicht so der Messfan. Ich zeichne mir lieber an, weil es dann auch meistens besser passt, als wenn ich messe. Und dann feinmesse ich mich, zeichne ich mir das hier an und dann gucke ich mal, wie dick das so ist. Weil wie gesagt, ich möchte ja ein bisschen was reinmachen. Also da würde ich schon sagen, dass wir ein bisschen mehr Platz nehmen. Zentimeter. Also ich glaube, ich würde mal einen Zentimeter machen. Also wie gesagt, ich habe mir erst die Markierung hier hin gemacht, dann einen Zentimeter. Und an diesen beiden Markierungen falze ich das jetzt. Ich kann euch das ja mal sagen, was das hier vielleicht ist. Ungefähr kann ich es ja jetzt so machen. Ja, falls dann wieder war. Also hier ist es bei... Naja, nicht ganz 11 cm der erste und dann halt bei 12, ne? So, und jetzt falze ich das rum. Man muss auch nicht so eine Gasse machen, also das bleibt euch selbst überlassen. So, das gleiche gilt jetzt für hier oben. Da mache ich es einfach. Das gleiche, das sind dann 24 und 25. Man kann auch unten zum Beispiel glatt falzen, so, und oben eine Gasse lassen, aber ich möchte ja. Also macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, weil es unten schmaler ist, aber ich lasse das jetzt so, ich finde es schöner. Ja, und dann falze ich das hier auch wieder auf und dann klebe ich da eigentlich nur mein Dings wieder an. Und was ich jetzt aber noch mache ist, weil wir ja diese schöne, also ist jetzt auch so ein Umschlag. Und ich habe ja diese Bordüre überall in dem Album, damit das wieder auftaucht, mache ich mir jetzt hier auch die Bordüre. Sieht das schöner aus. Und dann müsste man das ja auch noch irgendwie verschließen. Überlege ich mir gleich, was ich da mache. Ja, am besten wäre wahrscheinlich ein Magnet. Obwohl der, wenn das dann presst, so weit aufgeht. Ich habe auch noch so Klettverschlüsse irgendwo. Das machen ja eigentlich die meisten mit so Klettverschlüssen. Aber ich glaube eigentlich, ich habe jetzt hier, das habt ihr noch nicht gesehen, ich habe schon vorbereitet. So ein paar Tags. Ich
glaube, ich werde das einfach mit Band verschließen. Dann habe ich gleich eine Deko und das findet sich wieder. Ja, mache ich das. Das Band werde ich nicht rundherum kleben. Ist ja ein schönes Band, wie ihr seht. Das werde ich nur so am Rand ankleben. Aber erstmal kleben wir das Ding hier ein. Das mache ich jetzt aber mit Buchleim, damit das schön hält. Mache ich auch wieder nur an so ein paar Stellen. Obwohl, nee, eigentlich können wir das vollflächig kleben. Ich hoffe, das klappt dann auch. Ist da halt so mittig. Also ich habe ja ein bisschen mehr Platz hier lassen. Müsst ihr jetzt schon gerade aufkleben, also hier so drauf achten, dass das hier unten gerade wird. Sonst sieht das nachher doof aus. So, schon ein schönes Teil hier, ich finde. Dann mache ich mir mit wieder mit doppelseitigem Klebeband, also hinten in der Höhe, wo mein Band dann hin soll, ungefähr ein bisschen Klebeband hin. Und ja, dann mache ich das jetzt fest. Guck mal, ob das richtig ist, ja. Und so. Jo. Ich mache das immer so, dass ich dann auch den gleichen Abstand habe. Ich möchte ja die Schleife ein bisschen seitlich haben. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Halte ich hier zu und hier schneide ich dann. Wahrscheinlich ist es trotzdem zu viel Band. Aber es ist schön, das Band war. Ein bisschen rosa. Alt rosa. Gold. Hätte ich doch Gold. Verschluss machen sollen. So. Ja, und das klebe ich jetzt hier hinten hin. Verzieht natürlich noch. Ich habe ja noch so Sticker. Wird jetzt hier eingeklebt. Auch mit Buchleim. Und da mache ich dann auch, dass die Dings. Ich finde Schleife immer irgendwie deshalb besser, weil Magnet kann aufgehen. Klettverschluss kann irgendwie reißen. Klar, wenn ihr eine Fächermappe macht für Aufbewahrung, ist das sicherlich das Sinnvollere. Aber hier kann man sich das dann individuell einstellen. Macht das jetzt so ein bisschen leicht mittig. So, und wo ist auch unsere Lücke irgendwie sinnvoll gefüllt? Ja, dann denkt man, das muss so sein. Jetzt habe ich natürlich hier vorne noch vorbereitet ein Faltmechanismus, und zwar ist der, das ist auch eine A4-Seite, also 29,5 mal 14,5. Die habe ich gefalzt bei 10 und auf der anderen Seite bei 5. Und die wird jetzt hier so eingeklebt, jetzt überlappt sich hier ganz leicht. Dafür habe ich mir auch natürlich schon Papiere zugeschnitten, die hier raufkommen. Die klebe ich jetzt mal kurz fest. Verschließen werde ich das jetzt auch, damit das wieder passt mit dem Band. Und da drauf kommt noch, das schneide ich aber noch zu. Ich habe hier so einen Stempel von Kreativdepot. Da kommt dann hier der Name drauf. Das mache ich jetzt mal schnell. Dann habe ich auch noch für innen diese zwei Hängelaschen. Da habe ich hier auch schon verziert. Das sind auch Faltkarten, die sind 10 cm breit und 17 cm lang und sind halt in der Hälfte, 27 cm lang, sind in der Hälfte gefalzt, also bei 13,5, damit da ein Foto drauf passt. Das habe ich hier zweimal. Die Maße werde ich alle in der Infobox festhalten, weil es sind jetzt so viele Maße, das könnt ihr euch ja so nicht merken. Wenn ich es vergessen habe, schreibt mich bitte an. Ja, und dann habe ich, zeige ich euch mal,
weil ich schätze, das mache ich jetzt schnell außerhalb der Kamera. Das Video ist schon so lang. Ich habe hier diverse Deko-Sticker, die habe ich schon lange und deshalb ist es auch mal Zeit, das zu machen. Das ist zum Beispiel von Action. Ich habe immer alle Mädchen und Junge. Das ist hier von Sustrene Grene. Das ist von DM. DM. Das habe ich, glaube ich, mal vom Teddy. Das ist auch DM. Und das ist Project Life. Das habe ich mal irgendwo halt bestellt. Ich glaube so ja bei Amazon. Also wie gesagt, diverse Sticker. Damit werde ich jetzt, wie gesagt, das Album dekorieren, das ankleben. Das Ankleben machen wir dann noch zusammen und dann zeige ich euch das Endergebnis, weil das ist jetzt der längste Prozess. Für vorne habe ich mir das hier ausgestanzt, das ist auch eine Stanze von Action, schauen wir mal. Dann habe ich noch mir Tags gemacht, die habe ich, das sind die Tag-Stanzen von, auch von, also Essentials. Also ich habe blöderweise ihr Mix, ich habe hier diese zwei kleinste, das ist die schmale. Und die größere ist aus dem, irgendwie hatte ich die zusammen in einer Packung, ist aus diesem Set hier. Da ist auch ein Tag bei und auch mit den Tag-Verstärkern. Ich fand das so schön, weil ich die Reste alle dafür verwenden kann, weil ich habe zum Schluss von diesem Block, also ich habe ja den Detail, den Block, aber davon habe ich eigentlich keinen Rest dann. Das war ja mein Ziel und ich habe super viel Material verbraucht. Also wie gesagt, jetzt wird schnell dekoriert und dann sehen wir uns wieder. Nuckis, es ist vollbracht, da ist es. Guckt mal, ist das nicht schön? Ich finde das schön. Und die Lösung von dem Ding habt ihr ja schon gesehen. Jetzt ist der Gummi auch straff, wo ich das Album gefüllt habe. Ich habe, weil ich ja noch nicht weiß, wer das kriegt oder so, oder vielmehr diejenigen, die das bekommen, die wissen ja vielleicht auch nicht, wo sie welche Bilder hinmachen. Ich habe jedenfalls diese Schilder, die sind halt von diesem Set von Kreativdepot. Wartet mal. Das hier, da habe ich halt, wie gesagt, die Monate und noch so ein paar Sachen, die dann eben auf meinen Tag gepasst haben. Der Tag ist aus dieser einen Slimline-Stanze, aber da könnt ihr ja auch nehmen, was ihr wollt. Auf jeden Fall kann derjenige dann eben passend zu den Fotos arrangieren. Hinten habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Also mir fällt es echt gut, muss ich mal sagen. So, hier ist jetzt, ich habe jetzt doch nicht hier ein Band rum gemacht, weil ich dachte, das ist dann noch dicker, weil ja hier vorne eigentlich kein Platz ist. Jetzt habe ich das halt über so einen Tag gelöst. Hier drin, wie gesagt, ich habe halt zwei von diesen Stickerbögen verbraucht. Komplett mein Papier von den, also alles, im Prinzip ist es ein Block, denke ich mal, weil hier sicherlich zur Hälfte grüne und zur Hälfte braune da sind. Ich habe jetzt noch die grünen übrig. Ich mache das gleiche Album nochmal, also ohne euch, in der jungen Version. Und übrig davon habe ich eigentlich echt nur noch das hier. Das bisschen. Vielleicht mache ich da noch ein paar Text draus. Wie gesagt, ich gehe jetzt einmal mit euch durch. Ich habe immer die Fotomatten aufgeklebt. Das mache ich normalerweise nicht, aber ich dachte, ich gebe mir mal besonders Mühe. Und die Reste zum Beispiel. Ich habe jetzt hier noch einfach Karten, die sind 10x14. Und da habe ich eben auch die Reststreifen so ein bisschen aufgeklebt. Oder eben meine Fotos. Die Fotos, die nicht auf der Matte hier zum Beispiel sind, die habe ich hier auch mit dem Blütenstempel noch verziert. Ich meine, da kommt natürlich ein Foto rüber, deswegen ist es eigentlich Wurst. Die Tags habe ich euch schon gezeigt, glaube ich. Die habe ich hier noch gestempelt, damit man da was schreiben kann. Und ja, jetzt wie gesagt, gehen wir das einmal durch. Also ich bin happy damit. Wie gesagt, hier, das kennt ihr ja schon. Da könnte ich jetzt noch Foto vielleicht hinstempeln, das habe ich vergessen. Und ja, also die Fotomatten sind immer 9,5 x 13,5, so dass eben 9 x 13 Fotos reingehen. Und wie gesagt, die Foto, diese Tags kann man dann halt hier so drauf machen, je nachdem, was man dann für ein Foto hat, ob es dann passt. Wie gesagt, hier auch wieder zwei Fotomatten. Also wie gesagt, komplett sind es Bilder, die 9 x 13 sind. Hier reinpassen, überall auch auf diese Hängematten. Ah, hier habe ich was vergessen. Hey, muss ich noch einkleben, wa? Hier habe ich, weil ich irgendwie keinen Text mehr hatte, nur eine Fotomatte und so ein Tag. Und wie gesagt, hier kann der oder diejenige dann noch, wie gesagt, unsere Fächermappe Fotos reinmachen. Jo. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Seit langem endlich mal wieder ein schönes Album. Mit Anleitung und nicht nur ein Watch Me Craft. Vielleicht mache ich
wenn ich das Jungalbum dann irgendwann fertig habe, nochmal ein Watch Me Kraft. Ja, das war dann. Könnt mir gerne eure Meinung, Wünsche in die Kommentare schreiben. Und ja, dann freue ich mich natürlich über Kommentare, habe ich schon gesagt. Über ein Abo oder ein Like wäre natürlich auch gut. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!